Aus Berlin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Vielen lieben Dank als erstes an den Michael für das Zusammenstellen der Modpacks. Was würde ich ohne dich machen? Da hätte ich wahrscheinlich immer noch die Mods vor, keine Ahnung, vor 10 Jahren drin oder so. Gut, wir brauchen aber immer noch einen Parkplatz, haben wir festgestellt. Hier war ja keiner aufzufinden. Wir werden aber 1873 Kilometer, die wir noch vor uns haben, niemals ohne Schlaf schaffen. So. Jetzt ist die Frage, wo können wir durch? Das Beste ist, ich fahre dem hinterher. Alles andere haut sowieso nicht hin. Das sind aber diese komischen Schilder da. Ah ja, nicht weiter aufregen. So, wir geben ein bisschen Gas, weil, je schneller wir fahren, desto mehr Kilometer schaffen wir in kürzester Zeit. Das ist dann erstmal zur Theorie. Praktisch gesehen ist es dann aber auch so, wir brauchen einen Parkplatz. Wir müssen schlafen. Ich meine, okay, wir haben jetzt keine Fracht hinten dran, die wir zerstören können, aber wir haben unseren LKW, den wir platt machen können. Den werde ich demnächst dann auch mal wieder austauschen. Mal gucken, was wir da nehmen. Ich schiel ja immer noch nach dem Iveco, der immer noch nicht im Spiel ist, aber naja. Linke Hand wäre ein Rastplatz, aber ich habe keinen Bock, da jetzt vorbeizufahren. Ist ein bisschen weit ab vom Schuss. Ich bin übrigens immer noch einhändig unterwegs. Ja, Verstoß gegen die Ruhezeiten. Was soll ich machen, wenn ihr Idioten keine Parkplätze baut? Ich kann keinen hinzaubern. Und hier einfach mal an den Wegesrand stellen, kann ich mir nicht. Das finde ich immer nice, ne? Da musst du Bußgelder bezahlen, hast aber nach gefühlten 2000 Kilometern keinen einzigen Rastplatz mehr gesehen, wo du überhaupt anhalten könntest. Oder dürftest, oder wie auch immer. Warum stehen die denn da? Ach, da hat's gescheppert. Ich werde müde, ja. Was soll ich machen, Leute? Was? Ich denke auch, dass wir gleich noch richtig zu tun bekommen mit dem Müdigkeitseffekt hier in im Game. Dass wir da mal richtig schön lecker die Augen zuklappen. Ja, auch ein Objekt für sich hier, ne? So, Aufzeichnungstag, 17. Mai. Ich habe heute noch Urlaub. Morgen darf ich wieder arbeiten. Oder muss Spätschicht. Naja. Ja, nochmal 160. Wunderbar, dann schafft doch mal einen Parkplatz ran, verdammte Axt. Genau wie im realen Leben. Du sollst, du musst und so weiter. Du kriegst Gesetze aufs Auge gedrückt, wo es du einzuhalten hast. Aber wie du das machen sollst, wenn die Voraussetzungen dafür nicht geschaffen sind, das ist den Herrschaften da oben egal. Ich sag ja, Beispiel Ruhezeiten. 9 Stunden, dann musst du schlafen. Ja, dann schafft Parkplätze dafür. Punkt 1. Ich glaube, dann ist es so, an Wochenenden darf nicht mehr im LKW geschlafen werden. Genauso ein Schwachsinn. Wer es will, warum nicht? Es ist heutzutage, ganz ehrlich, da fragt man sich, wo die Welt noch hingeht. Ich denke mal, wir werden irgendwann tatsächlich so enden wie im Spiel Horizon Zero Dawn. Wer es sich noch nicht angeschaut hat, vielleicht habt ihr das selber gespielt, wer es sich noch nicht angeschaut hat, schaut mal bei Gronkh rein. Der hat es gespielt vor geraumer Zeit. Und ich glaube, so könnte die Menschheit irgendwann mal enden. Und selbst dort hast du
dann ein paar wenige kleine Völker, die es immer noch nicht begriffen haben und sich da auch immer noch gegenseitig platt machen. So, jetzt bräuchten wir Parkplatz. So könnten wir wahrscheinlich hier reinfahren, oder? In diesem Fall haben wir jetzt noch Glück gehabt. Ja, aber die ganze Nacht hier bei diesem Presslufthammer kannst du aber auch nicht pennen. Bin überhaupt nicht ausgeschlafen von dem Lärm. Jetzt sind wir natürlich wieder mitten in der Nacht unterwegs, aber Sonntag 1.19 Uhr, das lässt hoffen, dass irgendwann mal die Sonne aufgeht. Theoretisch hätten wir jetzt noch eine Runde schlafen können, aber nochmal 9 Stunden und dann wären wir schon wieder bei 10 Uhr. Wir machen es lieber so, die Zeit vergeht ja relativ schnell. 1748 Kilometer immer noch. So. Aber so wird's, würde ich sagen. Irgendwie gibt es heute gar nichts, über das ich mich aufregen kann. So. So, was geht ab hier? Wollt ihr mich ausbremsen oder was habt ihr vor? Ich möchte die restlichen Kilometer schnell hinter mich bringen und nicht ständig hier in irgendwelchen, keine Ahnung, langsamen Fahrprogrammen. Der abgefahren ist oder ist neben mir noch was? Hier kommt ein PKW, okay. Junge, Junge, hier war ja jetzt richtig gerade Verkehrsaufkommen, Mensch. Voll Euphorie. So, 70 soll man hier fahren, okay? Wir fahren hier durch, da müssen wir nicht anhalten. Vorne ist schon wieder ein Unfall. Mann, 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 Mann.
Übrigens, Däumchen wären Träumchen, Abo noch viel schöner. Klickt auf die Glocke, dann erfahrt ihr, wenn es was Neues gibt auf meinem Kanal. Und ihr dürft auch, wenn ihr wollt und könnt und mögt und... glaubt, den habe ich getouched. Meinem Twitch-Kanal folgen. So, das wäre damit auch erledigt. Wer den Kanal unterstützen will, kann das auch tun. Dafür gibt es unten Links, wer sich da nicht bremsen kann. Ja, und von wem das Spiel bei Steam kommt, habe ich bis heute nicht herausgefunden. Also ich weiß nur, es ist nicht auf meiner Kaufliste. Demnach habe ich es nicht gekauft. Das heißt, es kommt von irgendwoher. Ich habe aber auch keine E-Mail dazu. Gar nichts. Kein Schimmer. Ich weiß nicht. So. Ja, das geht ja ganz gut heute Morgen. Muss gleich noch Verbandswechsel machen. Mal gucken, wie schnell das geht. Immer so ein bisschen unangenehm, den Finger in heißes Kamillenwasser zu tunken. Vor allem brennt es anschließend meistens ziemlich. Aber, ja, was soll's. Es kann nur besser werden. Temperaturtechnisch ist auch nicht wärmer als die anderen auch. Also auch die Entzündung, sage ich jetzt einfach mal, wenn überhaupt eine da war. Ja, so ein bisschen warm wird es ja. Man hat halt eine Verletzung, da geht was ab, ne? Da arbeiten Leute, die schwitzen und... da wird es halt schon etwas wärmer. Nee, aber im Großen und Ganzen... toi, toi, keine Komplikationen bislang. So, wir müssen hier geradeaus weiter, wa? Ja. Die komischen Pröppel da auf dem Dings überall, die werden mir auch nochmal zum Fängnis. Was haben wir hier denn? Kreisverkehr oder was? Wo müssen wir lang? Wir müssen hier raus. Ne, Moment mal. Moment mal. Warum soll ich hier durch den... ganz ehrlich. Warum soll ich hier durch den Kreisverkehr fahren? Was ist das für ein Blödsinn? Unten runter durch den Kreisverkehr und hinten wieder rauf. Warum? So ein Schwachfug. Aber wir haben tatsächlich, oh, das ist ein Event sogar. 38 von 49 Städten haben wir bislang entdeckt. Das ist eigentlich eine coole Sache. Das machen wir zu Ende. Wir werden alle Städte hier abfahren. Und dann haben wir da eine neue Errungenschaft. Ob es dafür was gibt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich einen feuchten Händedruck oder so. Man weiß es nicht. Man munkelt nur. Ach, der, ich wollte gerade sagen, das sieht hier gerade ein bisschen eigenartig aus, diese Fahrtstrecke, aber es ist klar, wir haben ja gesagt, wir wollen ja nur die Städte freilegen. Santander haben wir dann mittlerweile. Wir fahren jetzt im Prinzip dann wieder zurück auf die Autobahn. Also man hat hier mittlerweile schon sehr, sehr schön die Größe der Städte und so weiter simuliert, finde ich. Und wie gesagt, in einem Kommentar wurde ich nochmal gefragt, ob das die Pro-Mods ist. Nein, das ist nicht die Pro-Mods, das ist die ganz normale Standardkarte. Da sind außer meine Garage keine zusätzlichen
grafischen Mods oder sowas drin. Außer natürlich Traffic, ne? Hauptsächlich Jessicat. Ansonsten ist das original. Jo, wir sind flotten Reifens unterwegs, ne? Und fahren dann unseren nächsten Zielpunkt an. Das werden wir aber heute nicht mehr schaffen. Ich werde mich hier gleich an den Wegesrand stellen. Denn wir sind... Das heißt, da vorne fahren wir eh raus. Das machen wir noch und stellen uns da dann an den an einen Straßenrand. Hätten jetzt wahrscheinlich auch hier schon rausfahren können. Gerade durch dann, aber egal. Machen wir jetzt. Hier geht's ab für uns. So. Hier werden wir uns jetzt hinparken. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Und bis dahin sage ich erstmal ciao, ciao, macht's gut. Tschüss.